Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir haben heute die 100. Folge und ich bin immer noch hier beim Wohnhaus, um daran zu bauen. Ja, Brutzi, dann lass uns mal gucken, wo der Typ steckt. Wir sind jetzt den ganzen Weg hier zu Fuß gelatscht. Die Bahn hat ja wieder mal gestreikt. Und dann schauen wir mal. Oh, guck mal, ein Ei. Ich höre Stimmen. Was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei? Ich habe extra Blumen mitgebracht vom Bahnhof hier. Ja, die waren teuer. Die Ich Blumen am glaube, Bahnhof sind immer teurer als woanders. ich glaub, meine Stalker haben mich gefunden. Ach, verdammt. Ich glaube, ja, das sieht aus wie hier die Heimat von dem Hauptmann Delfino. Hallo, Delfino! Hallo. Ja. Delfino, hi. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Minecraft. Danke, danke. Ja, Blumen für den Herren. Blumen. Ich behalte meine. Ich gebe die nicht. Die waren teuer. Ja. Okay, kannst du haben. Ja, ich bin mit Brutzi gekommen. Brutzi war auch am Bahnhof, der hat da rumgehangen, der hat irgendwie komische Geschäfte gemacht mit so mit zwielichtigen Typen. Man merkt, er hat die Sonnenbrille Ja. auf. Ja, er hat Ja, die immer Sonnenbrille, die war teuer. irgendwelche Beutelchen zugesteckt. Echte Gucci und so. Keine Ahnung, was das Gucci? war. Ja, Ja, genau. 100 Folgen, Delfino, mein Glückwunsch. 100 Folgen Minecraft, juhu. Und jetzt sind wir endlich hier. Ja. Hat es endlich Extra geklappt hergekommen. mit meinen ersten Gästen und dann gleich ganz spezielle Gäste. Hat die ganz schwierige Gäste auch. Was soll Ja. 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 Die meisten kennen euch eh schon vom 7 Days to Die LPT. Genau. Da sind wir auch in der Hölle, sind wir und jetzt sind wir bei dir. Was Zusammen. für ein Aufstieg von der Was für ein Hölle zu Aufstieg. mir. Ja, hier ist schöner. Vor allen Dingen hier diese schönen Gebäude, die gefallen mir ausgezeichnet. Ich verfolge das ja immer. Ich gucke ja dann Minecraft-Let's Play eigentlich immer, wenn es rauskommt. Und es macht sich langsam hier dein Dörfchen. Womit wir auch Richtig. schon beim ersten Thema sind. Das Dorf hat noch keinen richtigen Namen, ne? Nicht so richtig. Da müssen wir auf Mein jeden Fall. altes Dorf, wo ich war, das hat Sonnental geheißen. Ja. Aber das direkten hat noch direkt keinen Namen. Das Dorf ohne Namen. Das geht natürlich gar nicht. Ein Dorf Das braucht einen Namen. Dorf des Namenlosen. Ja, nee, das ist ganz schlecht. Der Namenlose weiß, der ist bei BSA, Ich weiß, ja, über der den Böse. redet, den, über den redet man eigentlich gar nicht. Über die, ja, so ähnlich wie hier bei Harry Potter, der Lord Voldemort. Oh Gott, ich hab's gesagt. Oh Gott, jetzt werden wir. Oh nein! Und, Ich brauche eine Blume. Wobei es ist eh schon fertig abgedreht, es kommen keine Bücher mehr, also von dem Also wir her. müssen unbedingt einen Namen finden, aber ich denke mal, das machen wir dann hier während der Aufzeichnung dieses historischen Momentes. Genau, wir können Aber auch du kannst uns ja mal zeigen, was sie hier so gebaut hat. einen kurzen Rundgang. Genau, der Brutzi Gut. kennt das ja noch nicht so. Nee, wie gesagt, erste Minecraft-Folge auf meinem Kanal und dann gleich so ein Ding, ey. Also man muss ja schon sagen, ne? Oberkracher, ja. Ja, wir hauen hier in unserem Trio und in die, also das ist ja abartig. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Wir steigern uns Woche für Woche. Ja. Ja, dann leg mal los, Delfino. Zack, mach mal wie Ja, ein guter Bürgermeister hier Ortsführung. genau hier ist noch teilweise halt noch nicht ganz fertig. Ja, Die kein Boden Wohnungen, drin, noch keine genau. Betten drin. Richtig, genau, das ist auch noch außerhalb vom Dorf. Das Das sollen heißt Wohnhäuser werden, ja? halt, genau, eigentlich war es geplant, quasi auch so wie hier drüben. Quasi halt auch noch Fußboden, Türe. Dann war noch die Überlegung, obendrauf auch noch ein Stockwerk zu machen, unter Umständen. Ja. Zaun muss natürlich, muss auch verlegt werden natürlich, damit die Leute Ja. noch hinkommen. Für die Leute bei mir, wir sind übrigens hier in der Mojang-Version, also im Mojangs-Weltenlauf 1.8. Das heißt, ihr könnt mal die ganzen neuen Texturen sehen aus meinem Texturenpack, die ihr jetzt vielleicht noch gar nicht irgendwo erleben konntet. Die sind hier nämlich überall schon verbaut. Das hat der Delfino schon ganz fleißig gemacht. Richtig, richtig. Und Eier liegen hier auch überall rum. Ja, die Hühner dürfen sich da mehr oder weniger Ja. frei bewegen. Das ist hier quasi Bodenhaltung. Du hast viele Hühner, ne? Du hast echt viele Hühner. Ja, ich schmeiße immer die Eier im See rein, quasi, im Ach so, in den See. Badeteich Okay. oder Badeteich für die Hühner. Wenn da Okay, also da. 1,8 schwimmen auch die Junghühner. Ah, okay. Also hier haben wir die neuen Wohngebäude, die jetzt hier langsam entstehen. Und ich sehe auch, die Dorfbewohner sind schon da. Und das bedeutet, dass wir nachts schlafen müssen unbedingt. Sollten wir? Sollten wir?
die Frage ist nur, ob ich genug Betten habe. Ich meine, hier ist eins drinnen in der Schmiede. Okay, dann gehe ich in die Schmiede. Ansonsten. Es wäre hier auch genug Wolle, dass ich schnell eins machen könnte, so wäre es nicht. Oh, ja. Diamant in der Pferderüstung. Feuerschutz 2. Ah, ich glaube, okay. wir sollten noch Betten machen, wobei ich habe selber auch Wolle. Eins steht ja da hinten, eins ist hier, wir brauchen nur ein Bett noch. Ich mache eins und eins kann man ja draußen nutzen. Hallo, ich bin hier drinnen, guck mal, ich bin der Schmied. Hallo, guck da durch so ein ganz dünnes Fenster da raus. Ein Kilo Eisen bitte. Ist quasi meine Unterkunft noch im Dorf. Das ist mein Bett. Der Brutzi hat schon ein Bett in der Hand. Ah gut, ich schlafe im Lagerhaus. Okay, ich habe mich geklaut. Hier in die Falle. Ich schlafe hier einfach mal bei so einem Dorfbewohner quasi. Genau, wo Platz ist. Ja. Noch ist freie Auswahl. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Ja. Da sind wir wieder. Neuer Tag. Juhu. Genau. Der Mittelteil quasi ist schon fertig vom Wohnhaus. Ja. Halt, gut, bis auf die Inneneinrichtung. Das kann jeder Bewohner dann selber entscheiden, wie er es haben möchte. Ist ja auch gar nicht so mein Ding. Gibt es hier extra von RTL geschultes Personal? Richtig, da lasse ich mir dann die Einrichtungstante kommen. Tine Hitler. Genau. Einmarsch in vier Wänden. Genau. Die macht das dann. Ja. Der Mitteltrakt, das sind eher kleinere Wohnungen, für die nicht so viel Geld haben. Und die äußeren links und rechts, da sind größere Wohnungen drinnen, für die dann schon ein bisschen mehr Geld haben. Ah, hier die schönen neuen Zäune, sehr cool. Ah ja, genau. Das, die Leute bei mir, da muss ich sagen, ich habe das Soatex-Ressourcenpack. Was? Was? Ja, das warum nicht das cool. Warum hast du nicht der Operzeron-Textur im Pack? Nicht Operzeron-Style, Operzeron-Style. Weißt du? Hopp, hopp, hopp. Ihr seht ja den Charakter hier. Vielleicht kommt er euch bekannt vor. Also, weißt du, musst aufpassen, wenn du den Opa beleidigst, dann kommen seine Schläger in der Nacht. Ja, hier, der ist einer davon, der mit der Brille, weil der ist schlau, der weiß, Brillenträger schlägt man nicht. Und du siehst das wahrscheinlich alles ganz anders. Nein. Aber. Das macht man aber nicht. Hat aber verdient. Der hat mich blöd angemacht, das habe ich okay, gesehen. Okay, alles klar. Alles klar. Nein, Spaß. Nein, Hören wir auf mit so, wir wollen das nicht kaputt machen. Hier, ne? Nein, auf keinen Fall. Weil, die sind jetzt vergessen so ein bisschen, es geht um Delfino. Es geht nur um Delfino und um 100 Folgen Minecraft. Das ist richtig. Echt. Genau, und um die Gäste, muss man schon sagen. Und um die Gäste. Meine ersten Gäste auf der Welt. die auch live zu sehen sind. Juhu. Und in Farbe. Live und in Farbe. Genau, ich hatte einmal nur einen Stadtplaner kurz zu Besuch. Aha. Okay, sowas gibt's auch. Also der kommt dann und plant für einen die Stadt und dann. Er kommt quasi, schaut sich die Bauplätze an, beratet einen, wo man am Bahnhof oder irgendwas bauen kann, verlangt eine Menge Geld und meint dann, der Platz reicht nicht, wir müssen umbauen und geht wieder. Okay. So sind die, ja. Genau, da ist mein Lagerhaus. Ja, Lagerhaus ist immer wichtig bei Minecraft. Natürlich nicht so groß wie ein Hundsgrab, aber für das erste Mal finde ich ganz interessant. Mein erstes Lager war auch sehr klein. Und das ist das auch geordnet? Das ist übersichtlich, richtig? Ja. Hier die ganzen Karten. Ja, so meistens. So groß und ganzen. Wahrscheinlich nicht genug Kisten für alles. Glas. Über die Öfen sind die ganzen Erze, Kohle. Die natürlich Manten, Erde ohne Ende, weil du hast doch ziemlich viel Terraforming gemacht schon, ne? Ja, richtig. Ich habe da einiges weggeräumt. Lecker Essen. Unten ist Essen und Blümchen. Also das ganze Grünzeugs und ein bisschen Fleisch und Eier. Bestimmt und lecker, so ein Steak. Genau. Der Brutzi bedient sich gleich, oder was? Genau, es gibt gebratenes Hammelfleisch habe ich, falls wir Interesse haben. Hammelfleisch? Was denkt denn ihr von mir hier mal ernsthaft? Also Hammelfleisch würde ich schon ganz gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Da unten in der Kiste, da sind 15 Stück drinnen. Ich nehme ja 4 raus, so, ne? Ja komm, dann nehme ich auch die anderen 4. Genau, ich habe die auch extra abgelegt für dich. Ich habe mir jetzt echt 30 Fichtenholzbretter und 12-mal graue Wolle irgendwo hergeklaut. Ne? Ich weiß nicht mehr woher. War wahrscheinlich in der Kiste vorm Dorf oder so noch gebaut. Nee, ich weiß woher. Ich hab's. Ich tue es da wieder rein. Du hast hier auch in deinem Lager gleich die Werkbänke in der Mitte und Öfen, damit man das auch alles schnell gleich verarbeiten kann. Genau, mit Kohle drin. Und drüber sind auch quasi dann gleich die ganzen Erze und. Ja, 2 Diamanten.
Endertruhe hast du noch keine? Leider nicht. Na. Obsidian habe ich schon 18 Stück. Aber noch keine Enderaugen? Nö, das hat sich leider nicht ergeben und es verkauft aktuell auch keiner im Dorf. Ja. Genau. Ja, Mensch, unten, schön. Unten drunter ist der Verzauberungsraum. Ah, okay. Und, aha. Ist aber noch nicht auf voller Magiestärke. Okay. Ja, das am Anfang ist das schwer, das alles zusammenzukriegen, ne? Nee, ist das richtig. Muss ich erst quasi einen hohen Priester kommen lassen, der es dann entsprechend segnet, damit stärkere Zauber rauskommen. Das kostet, oder? Ohne Ende. Weißt du, die irdischen Vertreter von Mojang, die lassen sich das gut bezahlen. Ja, die Pfaffen halt. Genau. Die religiöse Sekte. Ja, man müsste ja hier noch ringsrum Bücherregale hinmachen, damit das volle Wirkung erstreckt. Also seitdem ja der Microsoft-Orden quasi jetzt Mojang anbietet, ist alles teurer geworden. Genau. So ist das. Kann man nichts ändern, ne? Bozi? Hast du mir gerade die Tür vor der Nase zu? Nee, das ist eine automatische Tür. So modern sind wir hier schon. Ist die Türen selber zu machen. Kleiner Tipp, wenn du Dorfbewohner hast und hast eine. Ist ja nur innen, dann ist alles gut. Wenn du außen welche dran machst, so Platten, dann kommen die Monster und die stellen sich dann drauf, dann geht die Tür auf und dann kommt die Dorfbewohner. Also nein. Hier ist nur innen. Ja. Genau, aber was gibt's noch zu sagen? Ah ja, die Schmiede ist das einzige Originalgebäude, was aus dem Dorf quasi noch übrig ist. Ja, genau, das stimmt. Du hast ja alles abgerissen. Ja, ich war da brutal, ich weiß. Ja. Brutal. Ich habe mir gedacht, ich mache gleich einen neuen Dorfkern weg. Und hier ist deine Aufgabentafel. Kernsanierung. Achso, ja, richtig. Und da steht Erkundung, Höhlentour, Wegebau, Bahnstrecke, Handel, Pferdezucht, Tierzucht, Bauernhof, Neta, Erkunden, Spawn, verlegen. Und Dorfausbau. Genau, das können wir eigentlich wegtun. Okay. Den Spawn habe ich schon verlegt. Ah, der ist jetzt da hinten im Wald irgendwo, ne? Da sind wir da rausgeflutscht sozusagen. Genau, früher war er quasi noch weiter weg. Viel weiter weg, ja. Ich kann mich an die ersten Folgen noch erinnern, da bist du erstmal eine ganze Zeit durch die Gink donnert, bis du hier eine schöne Ecke gefunden hast. Richtig, da war ich mit dem Pferd eine gewisse Zeit unterwegs. Ja. Mhm. Also an die Leute bei mir nochmal, wer ein ganz klassisches Minecraft-LP erleben möchte mit NPC-Dorf und Vanilla-mäßig, ohne große Mods und alles, der ist hier bei Delfino genau richtig, der macht das ganz ruhig und entspannt und richtig schön. Und es gibt schon 100 Folgen, das heißt, ihr könnt euch schon mal ein paar Stunden Minecraft-Let's Play reinziehen. Richtig, genau. Also hier rennen die Uhren rennen hier noch ein bisschen anders. Ja. Noch nicht so hektisch wie in Hunsgrad. Noch nicht so hektisch, naja. Das kommt, die Hektik kommt. Wahrscheinlich. Ja, Mensch. Sonst, das gibt sonst nicht. Eins auf der Welt. Du hast hier aber noch keine Hasen irgendwo gesichtet. Das heißt, hier in dem alten Biom, da sind die nicht. Oder? Das ist eigentlich alles neues Biom. Ich habe direkt in 1.8... Hasen? Hier nicht, ne, leider. Okay. Da sind meine Fehler. Ja. Einmal Korn, einmal Kürbisse. Das sind wahrscheinlich hier Kartoffeln. Kartoffeln. Genau, gute Kartoffeln. Dann natürlich, schön, das ist fast wie bei Oma im Garten hier. Alles schön angelegt. Fehlen noch die kleinen Wege dazwischen. Und hier natürlich Mohrrüben und Zuckerrohr. Richtig, aber das wird irgendwann weichen müssen, das Feld. Ja, ich habe das ja beim Zuckerrohr so gemacht, dass ich hier grünen Teppich draufgelegt habe auf das Wasser. Das funktioniert. Dann kann man einfach rüberrennen, das ist ganz praktisch. Ah ja. Könnte ich bei mir auch mal probieren. Ja. Und dann kriegt man nicht mal nasse Füße beim Zuckerrohr pflücken. Das kennst du auch, oder, Brutzi? Hey, du, nasse Füße. Ich habe immer Gummistiefel an. Also. Sehen gar nicht so aus wie Gummistiefel. Sehen aus wie so Panda-Pfoten. Verdammt, jetzt habe ich mich reingeredet. Genau, da ist meine Baumfarm. Ja, und Pferde. Genau, steht nur so genau und mein Haus- und Hofpferd. Das schwebende Pferd. Oh. Und den. Sehr gut. Genau, fast. Ach, das ist ja geil. Mhm. Du hast ja hier die einzelnen Holzsorten dann sozusagen schon symbolisiert durch die Fackelständer. Richtig, genau. Wenn ich abholz, kommt es immer genau in die Mitte. Ja. Und die Setzlinge wieder rein. Sehr schön, ja. Hier ist ein Riesenbaum gewachsen, hier ist auch alles Riesenbäume. Oder hast du die so lange nicht gefällt? Das kann sein. Ja. Aber die wachsen teilweise auch recht gut. Okay, ja, schön. Weg ist hier noch nicht ganz fertig.
Da ist ein Hinterausgang, also man kann auch auf der anderen Seite rausgehen. Ja. Falls notwendig ist. Hallo Huhn. Was noch fehlt, sind die, na, wie heißen schnell? Akazien. Genau, Akazien habe ich noch, ja. Habe ich noch keine gefunden. Ja, wir könnten ja sowieso dann vielleicht mal zur Feier des Tages noch eine kleine Reise machen, wenn du da Lust drauf hast. Oder wenn auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann können wir mal Hasen suchen und Akazien. Genau, wir müssten halt zu Fuß gehen. Ja, ich habe nicht genug Pferde am Set. Der liebe Zeon, der liebe Opa, braucht so ein bisschen einen Karnickel für seine Zaubershow. Genau, ja. Ich versucht jetzt da partout die Hasen zu finden. Ich wollte doch immer Zauberer werden. Aber wahrscheinlich steht das irgendwo im Vertrag drinnen, als Bürgermeister, ja. Einmal im Jahr muss er eine Zaubershow machen. Sonst muss er abdanken. Ach so? Okay, muss ich nochmal meinen Vertrag genau durchlesen. Das steht im Kleingedruckten, Seite 97, dritter Absatz. Ja, da guckt man nach. Anlage 3, Absatz 4, Bemerkung B. Genau, bei der dritten Ausnahme. Es wäre nicht schlecht, wenn wir auf so eine Reise gehen, wenn wir da so ein bisschen einen Knüppel hätten, wo wir einen Monster mit auf den Kopf hauen können oder sowas. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Also Ausrüstung oder ich sag mal Eisen oder so habe ich. Ja. Kannst uns ja mal ein Schwert machen und dann können wir das mitnehmen. Also Eisen ist genug da. Achso, im brutalen Tanzstil mache ich sie so. Da könnt ihr euch ruhig ausrüsten. Ja, okay, warte, ich nehme mir jetzt keine 61 raus, keine Angst. Es ist auch Gold da für eine Krone. Ja, das ist ganz wichtig. 1, 2, 4, 5. Nicht, dass ich da jetzt drauf bestehe, aber wenn du es mir schon so anbietest. Hat er jetzt gerade echt Gold rausgenommen, ne? Was? Was? Nein. Was? Nein. Nein. Nein, er hat keine Krone auf, Leute. Es ist eine McDonald's Burger King Krone. Ja, ne? Ist aus Pappe. Genau, die ist nicht echt. Dann würde ich mir noch ein bisschen Holz mitnehmen, ganz kleines bisschen hier, so ein paar Stickies. Und dann kann ich mir das ja alles zusammenbasteln. Genau, das wird dann. Und es wird Nacht. Stimmt, ich bin ja Nachtwächter, Nachtbeauftragter der Nachtwache. Und dann muss ich auch mal sagen, es wird Nacht und wir müssen schlafen gehen, sonst fressen uns die Monster die Körper. Stimmt. Gute Nacht. Ja. Noch gibt's hier keine Nachtwächter. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, du bist ja auch Hauptmann, das ist ja Schutz genug für alle. Stimmt. Derzeit reicht's noch. Ja, Delfino, das ist ein schönes Örtchen hier und es wird immer größer und besser. Das sind so die ersten Schritte und das ist immer eine ganz besondere Zeit bei Minecraft, wenn man so die ersten Schritte macht, bevor man dann so die ganzen Ressourcen zusammen hat und alles. Das dauert immer ein bisschen. Aber es macht Spaß, dazu zu gucken, auf jeden Fall. Richtig. Was am längsten dauert, sind echt die Sachen, Wolle und so. Ja, und dann auch erstmal die ersten Erze sich besorgen. Und wenn man dann erstmal alle so den Grundstock hat, dann geht's auch schnell voran. Richtig. Ich meine, Erze geht einigermaßen bei mir. Okay. Weil ich von einer großen Höhle in die nächste gestolpert bin. Ach, guck mal, der Brutzi, jetzt hat er einen Eisenhelm. Ja, ich muss ja irgendwie mit deiner Goldkrone mithalten. Der feine Herr. So. Dann machen wir jetzt auch noch ein Schwert, damit wir bestens ausgerüstet sind. Genau. Seile hast du nicht wahrscheinlich, ne? Oder Spinnenweben für Seile und was brauchen wir da noch? Ach, hier ist Leine, auch nicht, ne? Leine habe ich, zwei Stück. Leine hast du? Ich habe zwei Leinen, ja. Das ist gut, dann kannst du mir oder einen von uns dann eine geben und dann können wir die kann ich nicht auch mitnehmen. Aber ich glaube, man kann die auch mit Moorrüben, kann man die so ähnlich wie Katzen zähmen, ja, dann kommen die einen hinterher. Das ist sehr, sehr geil. Ich glaube nicht mehr, das haben sie gleich wieder rausgenommen, kurz bevor der 1.8 live gegangen ist. Echt? Kaninchen sind jetzt eher mehr wieder wie Kühe, Schweine und Schafe zu behandeln. Ich möchte so ein bisschen anmerken. Ich möchte nicht, dass der liebe Opa zu so einem Endgegner mutiert, der quasi so ein Kaninchen auf dem Arm hat, was er dann immer so streichelt. Ne? Also er muss der gute Opa bleiben, er darf ja, nicht böse werden. Ich bin ja der Opa, ich meine, keine Angst. Solange es ein Kaninchen ist, ist alles okay. Wenn es eine Katze wird, dann ist problematisch. Ich weiß aber, was Brutzi meint. Genau, eine Katze oder ein Kaninchen, ja. Es gibt ja immer diese... Das Urböse. Ich bin das Urböse. Nein, bin ich nicht. Ich bin natürlich das Urgute. Wer weiß, vielleicht ist nur Lord Zorn getarnt als Opa Zeron. Oh, dieser Name. Ja. Lieber nicht erwähnen. Der Kunde hat sich bis hierher getragen, dass er angeblich wieder aufgetaucht ist. Ja, alles Gerüchte. Und angeblich rennen auch Kultisten durch den Wald in der Gegend hier. Und suche einen neuen Eingang zum End.
Die Kultis rennen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Genau. Okay. Ole, ole. Ole, ole. Ja. Ole, ole. Ole, ole. Ja. Keine Ahnung. Defino, wo bist du denn? Das ist ein geiler Rhyme gerade. Ich bin noch ja, im Lager. Ich miste und räume gerade aus. Mein Inventar. Ja. So. Okay. Ja gut, man hat ja mal ein volles Inventar. Hunde hat er auch schon ein paar. Hunde hast du auch schon ein paar. Ah ja, ja. Und hier ganz viel Platz noch für schöne Bauwerke. Hunde habe ich relativ viele. Das heißt, Zombies oder so haben hier keine Chance eigentlich. Keine Chance. Und Brutzi, der Delfino hat ja auch schon alles abgesichert mit Zäunen. Das war so eine seiner ersten Taten. Also Schutz, Bürgerschutz steht hier über allen, sozusagen. Richtig, also mit dem fange ich immer als erstes an. Der Bürger geht vor. Ich mache einmal dicht. Da werde ich euch dann eh noch missbrauchen quasi. Um den Zaun zu verlegen. Was? Ah, okay. Aber ich glaube, zu dritt geht schneller. Dann also, ja, also gerne, wir werden gerne missbrauchen. Ich will meine Blumen. Hallo, Harry. Ich glaube, ich will meine Blumen. Warte mal, mal gucken. Harry handelt mit Büchern, Smaragden. Oh, die hast du aber schon ordentlich behandelt. Die hast du gut behandelt hier sozusagen. Ja, da. 8 Bücher, 1 Smaragd. Bücher, 1 Kompass. Ja, 3 teilweise. Smaragde, 1. Oh, was? Was? Rutzi, du darfst die nicht schlagen, dann mögen die dich irgendwann nicht mehr. Ich hab die nicht geschlagen, Mann. Ich hab ein Ei auf den geworfen. Das ist, kommt aufs Gleiche raus für die. Ja, Gefühle. Das weiß ich nicht. Dann handeln Leute, mit das ist nicht das mehr. Erste Minecraft-Video, was ich rausbringe. Ich lasse das. Entschuldigung. Ja, ist gut. Der Typ aber hier. Aber es ist ein Hühnchen draus gekommen. Hier kann man übrigens Rüstungen kaufen, falls man Diamanten und so und halt diese Smaragde oder so hätte. Ja. Der verkauft alle Rüstungen. Also Rüstungen, wenn du damit rechts drauf klickst, dann kannst du mit denen handeln. Ne? Das ist so bei den Dorfbewohnern. Genau, falls du noch nicht geschlagen hast. Mit links hast du? Mit rechts, mit links kannst du nur schlagen und du hast gerade ein Schwert in der Hand. Ja, der verkauft alles. Ich weiß, er macht auch vom Leder zum Kettenhemd. Der voll, jetzt mal alles. Brutzi ist voll gewalttätig, ey. Was aber nur denn du? Also aber was dich auszeichnet, du bist nur gewalttätig Schwächeren gegenüber, ne? Das ist ja, muss man ja auch wieder hervorheben. Ja, richtig. nur wenn das Ding ganz klar geregelt ist. Ja. Ja, Delfino, die erste Folge ist, glaube ich, schon fast rum. Ich weiß ja nicht, wie lange du deine Folgen machst. Wir sind bei 22 Minuten. Oder wird das ein Special? Wird das extra lang? So die 100. Können wir eigentlich auch gleich länger machen. Also. Ja. Also. Ja, gut, dann machen wir einfach ein bisschen länger. Mir ist eigentlich egal, ob wir jetzt eine lange oder ein paar kurze, aber wir können ruhig die Zeit noch genießen in der 100. Ja, lass uns die Zeit in den 100. genießen, das finde ich aber auch. Ja. Also vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Ahu. Man kann auf die Schweine nicht draufspringen. Ich wollte gerade auf das Schwein draufspringen und dann über den Zaun. Nee. Das will ich jetzt aber auch nicht. Das funktioniert nicht, ne? Wie die Idioten alle versuchen, auf das Schwein zu hüpfen. Ja, das kann missverstanden werden, sowas. Ja. Nö, das will nicht. So. Beim Hund geht's auch nicht. Ich hab's mal vorsorglich ausprobiert. Beim Hund geht's auch nicht. Essen und so habt ihr genug eingesteckt? Ja, ich hab vier. Bisschen was habe ich. Ich glaube, ich komm klar. Betten habt ihr auch dabei? Punkto Schlafen mein erstes Hammelfleisch. Werde ich nie vergessen. Jawohl, Bett dabei. Nee, Bett habe ich nicht. Ja, hier ist auch Bettenpflicht. Hier ist auch Bettenpflicht. Okay, dann warum müssen wir ein Bett bauen? Der Herr König hat kein Bett dabei. Oh, ja. Weil irgendjemand mit einem Brutzler sich die ganze Wolle eingeheimst hat. Tja. Das stimmt gar nicht. Ich habe die da wieder reingetan, mein Freund. Ja. Ich baue mir auch schnell ein Bett. Jetzt hat er sie sich nämlich. Ja. Ja. Ich habe mir schon ein Bett gebaut. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Wir können los. Gut. Die freist. Bett habe ich hier. Da. Die freist. Ist sehr klein, aber ich bin mit wenig zufrieden. In welche Richtung gehen wir denn am besten? Ja, das musst du wissen, weil da käme ich hier zu wenig aus. Also es gibt mehrere Richtungen und in fast jeder bin ich schon einmal mit dem Pferd irgendwo krepiert. Oh, also ich schaffe das immer wieder bei der Erkundung, die Pferde quasi. Ja. Dann ist es eigentlich egal, in welche Richtung wir gehen. Aber wobei wir können in die, da kommt ein Sumpf. Ja, und das ist gut. In die Richtung kommen weitere Dörfer, da war ich schon. Okay. Da kommt dann auch Wald mit Botzold in die Richtung.
Ja. Und nach unten hin, also in die Richtung, war ich schon relativ weit, aber war nichts Spannendes. Okay, dann gehen wir doch in Richtung Sumpf. Okay, passt. Weil im großen, tiefen Sumpf wohnt ein böser Schlumpf, das wissen wir alle. Und dann gehen wir noch dahin. Passt, dann gehen wir gleich in die Richtung. Juhu, ein Abenteuer. Ein Abenteuer in Folge 100. Unglaublich. Man kann es gar nicht, man kann's nicht oft genug sagen. 100 Folgen, ne? 100 Folgen, ja. 100 Mal Spaß, Spannung, Spiel, gute Laune. Überraschung. Genau, ja. Aber keine Schokolade. Und keine Schokolade für Delfino. Also für Delfino. Genau, dafür gibt es Hammelfleisch. Hammelfleisch. Spaß, Spannung und Hammelfleisch. Genau. Oh, das wäre auch lecker. Das Girlie-U-Ei. Ein Überraschungsei aus statt Schokolade dann mit Hammelfleisch wäre auch nicht schlecht. Oh ja. Ja, oh ja. Quasi das Beef Jerky-Ei. Genau. Dein ist schon ein Pferd. Ich sehe ein Pferd. Pferde, die rennen hier überall herum. Okay, das ist so ein Pferdebiom auch so ein bisschen, ja? Ah ja, genau. Da hinten seht ihr den. Oh. Da entsteht quasi die Stelle und bauernhofmäßig Schritt für Schritt. Ja. Okay. Da sind die Kühe zu Hause und die Schafe und das so. Das habe ich gesehen, ja, das habe ich im Let's Play gesehen. Könnt man hingehen, schön. Falls ihr wollt, oder wir rennen ja, gleich. Ja, klar, gerne. Wir haben ja Zeit. Machen wir einen Abstecher. Genau. Nicht zu wörtlich nehmen. Die Zuschauer müssen... Ah ja, das habe ich gesehen. Du hast da die schönen Futterboxen gemacht. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Genau, da ich ja lang herum probiert und geschaut, was am besten ausschaut. Juhu. Genau, da kann man von hinten rein. Ja. Ah, nein. Nein. Guck mal, Wusi sagt schon. Brutzi hier. Wusi. Wusi. Ja, Wusi muss ein anderer. Das sind die Futterboxen mit Korn. Das ist cool. Ja. Und eine kleine Kuh. Gemacht. Hallo kleine Kuh, hallo kleine Kuh. Zwei. Die kleinen Kühe kommen durchs Fenster rein, das ist ja auch witzig. Ja. Das Lamm ist besonders zart, habe ich gehört, oder? Fromm, ach so, ja. Na, Lamm und fromm und lecker auf dem Tisch. Zart fromm. So. Ja, sehr cool. Lecker auf dem Tisch. Die Zuschauer kriegen mal wieder einen Frame-Einbruch mit nach mehr als 30 Folgen. Oh, unglaublich. Ja, ich habe gerade ein Frame pro Sekunde. Oh, das ist wenig. Nö, ich bin über einen Zaun gesprungen und dann ist der Frame komplett eingebrochen. Das kenne ich von den Space Engineers bei uns. Wir haben ein paar Generatoren dahin geklatscht, da war das genauso. Na, das sind eher so Hänger manchmal, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Rechner irgendwie zu warm drinnen ist oder so. Guck mal, Brutz, hier sind schon die neuen Gesteinssorten. Die es jetzt neu gibt. Oh ja, von denen hab ich gehört. Ne? Genau. Muss mich gleich mal bei den Zuschauern etwas entschuldigen für das schlechte Bild. Ja. Ist ja nur kurz, wir gehen ja gleich weiter. Sobald es bei mir wieder geht. Du musst es nur als Absicht verkaufen. Genau, es ist ja live, ne? Richtig. Und die Freimannbrüche gehören ja auch dazu. Ja, das gehört zu 100. Genau. Ich habe mich mit Absicht zurückgehalten. Genau. Ich habe mich mal hin. Ins Bett. Der Fino hat kein Bett, doch. Nein. Doch, aber. Wenn ich es Mausrad drehe, dauert es auch 80 Frames. Ach so, okay, ja. Genau. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt. Ja, komisch. Ja, Minecraft mit 1 GB RAM ist halt echt ein bisschen schwierig. Nö, das sind schon ein bisschen mehr. Ja, also ich muss sagen, dass es bei mir total glatt läuft. Ich bin jetzt das erste Mal in der Original 1.8er Version und ich habe hier durchgehend 50, 60 Frames. Das ist total klasse. Also, bei mir rennt es eigentlich ja auch flüssig, nur heute hat er vorher irgendwie gemeint, nein, danke. Massaker. Genau, das sind meine Schafe. Ja. Die schönen. Nur mal zur Info für die Hausbau. Leute auf meinem Kanal, lieber Ceron, was läuft denn bei dir auf dem Server quasi? Wenn du sagst hier, das ist Original 1.8er. Ja, bei mir, wir sind noch nicht in der 1.8, wir sind noch in der 1.7.4 momentan. Okay. Weil Optifine noch nicht geupdatet wurde und da wollen wir erst noch drauf warten, aber das wird, die sind jetzt bei 90%, habe ich eben vorhin gerade aktuell gesehen und dann geht das auch los, dann gehen wir auch in die 1.8 und dann werden Kaninchen geklaut. Für deine Zaubertricks. Ja, dann können wir mal los, Leute, hier, ne? Ja, okay, wollen wir mal was erleben. Genau, in die Richtung. Welche Richtung, Delfino rennt vor, wir folgen, unaufhörlich. In die Richtung, einfach da weiter. Einfach stur geradeaus. Das ist richtig, ich guck mal ganz kurz. Okay, genau. Problem dieses
dieses Laufen und Springen, ne? Das habe ich mir beim Shadow abgeguckt, dann hat er irgendwann wieder aufgehört, weil die Leute ihm gesagt haben, er soll das lassen. Und ich habe es mir bis heute noch nicht abgewöhnen können. Richtung Nord, Richtung Nord. Genau, ich habe auch einen Kompass mit. Oh, sehr gut. Und das Kohle, ne? Und auch eine Uhr. Das reizt mich ja schon wieder. Mini-Höhle. Mhm. Und auch die neuen Gesteinsorten, die sind überall, ne? Also die hast du recht schnell dann auch gefunden. Ja, richtig. Die ersten waren direkt gleich beim Spawn. Quasi wo beim Berg. Da ich gleich die ersten gefunden. Ah ja, da ist irgendwo eine Höhle, da kommen immer die Zombies raus. Ja, das kann passieren. Und du warst hier aber schon unterwegs. Also diese Gegend kennst du schon, aber was dahinter kommt, ist dir auch nicht völlig unbekannt. Ich bin bis zum Sumpf marschiert. Das waren die Folgen mit dem Gewitter, wo ich in der Nacht auf Schleimsuche war. Beim stärksten Gewitter. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Wenn hier hinter muss ja dann irgendwo der Sumpf kommen und dann marschieren wir dann durch und dann schauen wir. Genau, genau. Aber weiter ist beim Sumpf war ich noch nicht. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob es da jetzt weitergeht oder ob wir uns dann Boote bauen müssen. Ja, das können wir ja auch. Boote bauen ist ja nicht so schwer. Richtig. Sind wir flexibel. Genau, so ein gescheites Meer brauche ich eh noch eigentlich. Keine Hasen. Hühner, keine Hasen. Na. Abartig. Also da könnt ihr echt einen Kentucky Fried Chicken nach dem anderen machen. Echt? Wahnsinn. Also, Rutzi, wusstest du denn, Wings, das ist, kennst du die Legende, dass es unter den Hasen auch einen gibt namens Cabanock, der einen dann noch angreift und töten will? Das ist wirklich so. Also mit der Chance von 1 zu 1000 erscheint so ein Typ, der heißt Cabanock, der Hase. Und kennst vielleicht von Monty Python? Enderman. Enderman. Hm. Und der könnte uns töten. Der könnte uns töten. Ja. Ich weiß nur, dass es ein Hühnchen gab, was mal quasi eigentlich ein Drache war in einem Hühnchenkostüm, aber das war ein anderes Spiel. Also. Okay, anderes Spiel. Ja. Enderman. Wenn man ihn erstmal ansieht, fixiert lassen, jetzt ist er weg. Ah, das ist der Sumpf, guck mal. Genau, da ist der Sumpf und da kann man links dann noch weitergehen. Kann man den kaputt machen oder nicht? Kaputt. Kaputt, der haut eh immer ab, den kriegst du nicht. Okay. Ja, wobei wir sind zu dritt, da hätten wir sogar Chancen. Okay, aber da hinten sind richtig hohe Berge, sehe ich gerade. Richtig, genau. Da wird es bergig und hügelig. Ja. Da ist auch der schwarze Eichenwald. Ja, der ist schön. Monsterfliegenpilz da rechts. Ja, die wachsen in diesen Schwarzeichenwäldern. Genau, cool. Da hinten ist so ein brauner. Wir könnten uns natürlich auch ein Boot bauen und dann hier durch den Sumpf fahren. Ich habe jetzt gar kein Holz dabei. Nehmen wir lieber den Landweg, ne? Ja, ansonsten, der Sumpf ist ja voll mit Holz. Holz, ja. Spitzhacke habe ich, Axt habe ich jetzt auch keine mit. Ich habe Stickies und Stahl dabei. Ja, Eisen dabei. Und ich habe eine Axt mit. Also. Ja, gut, können wir uns ja auch schnell mal welche. Müssen wir nur eine Werkbank noch haben. Also, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ach, lass uns mal zu Fuß immer mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben ja nur keinen Eile. Nö, Eile haben wir überhaupt nicht. Ist ja die 100. Folge und dann wollen wir jetzt ja hier was schön Besonderes zeigen und auch mal hier ein bisschen die Umgebung. Neue Gebiete entdecken, sozusagen. Und im Idealfall natürlich am Ende einen Hasen haben. Das ist der einzige Grund, warum wir heute da sind. Ja. Definitiv. Oder irgendwas anderes Nettes. Oder ein Wassertempel. Apropos was anderes Nettes, definitiv. Ja. Ich habe da gehört, zur 100. Folge hast du quasi was vor. Du hast mich ja immer wieder ein bisschen genatzt, aber ich habe gehört, du hast da was vor. Habe ich das? Richtig. Ich weiß es ja nicht. Stimmt. Stimmt, es gibt etwas zu verlosen. Etwas zu verlosen? Unglaublich. Und es kommt noch besser. Die 100. Folge, da muss was verlost werden. Genau. Ich dreh durch. Wir haben nicht nur Gäste, nein, wir verlosen auch etwas. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Meine mit Hasen sogar. Mit Hasen. Das war übrigens meine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Wie ich auf Schleimsuche war. Und hast du Schleim gefunden auch? Ja, ne? Habe ich, Wenn man hier übernachtet, dann kommen ja die Slimes ja überall aus dem Boden kochen. Mit Doppeltür, weil mein Pferd hat auch drinnen geschlafen. Okay. Auch nicht schlecht. Nachdem ich schon Pferde verloren habe beim Schlafen, gehe ich kein Risiko mehr. Ja, da wird man vorsichtig, ne? Wenn man erstmal so ein, zwei Pferde opfern musste, sozusagen. Genau, aber wir waren ja bei der Verlosung. Ja. Wir werden quasi, die Notare sind auch da. Ja.
das Add-on zu C5, das letzte Add-on, verlosen. Also falls jemand das noch nicht hat. Ich? Und nur der, quasi nur das Grundspiel, beziehungsweise nur das erste Add-on. Kann man das gewinnen? Die Frage was müssen die machen? Eben, richtig. Ja. Da kommt sie jetzt ins Spiel. Ich hätte ja sagen, ich habe eine Idee. Dann hau erst deine Idee raus. Okay, ich habe eine Idee und wenn die gut ist, können wir die nehmen und wenn nicht, machen wir irgendwas anderes. Das Video kann man ja jetzt irgendwann gucken. Na, und die Leute gucken das und das läuft immer weiter. Und derjenige von uns dreien, die Leute müssen tippen, wer zuerst von uns dreien Hasen hat. Von Hasen findet. Man kann auch tippen, keiner von den dreien. Und derjenige, der als erstes die richtige Antwort in die Kommentare schreibt, der hat gewinnt den Key. Finde ich irgendwie lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar, wie der Großteil der Antworten lauten wird, aber... Richtig, weil die Leute schauen zuerst das Video und schreiben dann die Antwort. Ja, können sie ja. Aber der als erstes das Video schaut und dann weiß er die richtige Antwort, der hat ja dann das Video ganz geguckt. Das ist ja auch nicht schlecht. Oder man macht halt ein Rätsel. Ein Rätsel, ich glaube, der Großteil wird eher sagen, die finden eh keinen Hasen. Ja. Außerdem. Das Chaos-Trio kenne ich aus der Apokalypse-WG. Das glaube ich nicht. Wobei, wenn wir keinen Hasen finden, dann hat die Bank gewonnen und der Gutschein bleibt bei mir. Oh, das ist gemein. Das kannst du nicht machen. Ja, aber die Idee finde ich ganz cool. Ich habe einen Hasen gefunden. Ohne Witz. Hier sind 3 oder 4 Hasen, Mann. Ist das geil? Freut sich der Brutzi. Ja, okay. Ist das krank? Leute, hallo, Hasi. Ihr müsst jetzt innerhalb von 3 Minuten wissen, von der Idee vom Ceron, bis ich diesen Hasen finde, dass ich den Hasen als erstes finde. Und ja, dann gewinnt ihr diesen blöden Key. Und das heißt, wer das reinschreibt als erster, Brutzi hat den Hasen gefunden, der hat gewonnen. Ganz einfach. Na dann, dann machen wir so. Genau. Viel Glück, Leute. Ich bin mal gespannt, wer es als erstes reinschreibt. Ha. So. Ich kenne da einen. Nein, wir spielen natürlich nicht mit. Das wäre gemein. Angehörige sind ausgeschlossen. Oh, noch ein Hase. Wolltest du jetzt keinen Hasen mitnehmen, oder was? Doch. Lieber Zier? Ja, den kann man nicht so einfach mitnehmen. Kann man ihn nicht zähmen? Nein. Morim? Nö, echt? Das hat Zahn. Probier es doch mal, ihn mit Steak zu füttern. Quasi Kobe-Hase. Aber guck mal, die folgen mir, wenn ich eine Morübe in der Hand habe. Ja, gut, das schon. Na, aber man kann sie nicht zähmen wie ein Hund oder eine Katze. Ach so. Das ging kurzzeitig, haben sie auch wieder rausgenommen. Ja, wie machen wir es jetzt? Wollen wir uns den Ort hier merken oder wollen wir die Hasen direkt von hier jetzt bis nach bis zu deinem Ort locken, der immer noch keinen Namen hat? Dann lassen wir uns noch was einfallen. Auf jeden Fall. Mehr Hasen? Hier sind doch allein an der Sonnenblume schon 2. Naja. Das ist ja abartig. Wir können uns ja hier noch ein bisschen umgucken und dann auf dem Rückweg nehmen wir die Hasen mit. Guter Plan? Klingt gut. Kannst du dir die Stelle hier ungefähr merken? Ja, bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Es geht ja nur quasi. Gehen wir hier nochmal durch den Schwarzeichenwald durch und dann gucken wir, was auf dem anderen Ende ist und dann drehen wir um und dann, ja. Nehmen wir die Hasen mit. Das ist krank. Ja, witzig, ne? Eben gerade noch drüber geredet und dann zack. Diese Hasengeschichte, das kannst du keinem erzählen. Und also, rechts von dir. Ja, genau, wir sind hinter dir. Ich folge euch am besten mal. Es ist nämlich sehr gefährlich, diese Schwarzeichenwälder. Ich weiß nicht, Brutzi, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Da kann man sich echt schnell drin verirren. Richtig, da ist schon ein Pferd verloren, nicht mehr gefunden, ein Schwarzeichenwald. Rennt hier noch irgendwo rum wahrscheinlich. Aber man kann in diesen Wäldern auch... Dunkel, ne? Ja, wir können uns ja mal hier irgendwo hinhauen und pennen. Okay. Nicht, dass die Monstronauten kommen. Ich lieg. Einen kleinen Schluck getrunken, lecker, lecker. Und weiter geht's. Na, muss auch mal sein. Delfino gibt die Richtung an, weil der hat den Kompass. Genau, wir gehen eigentlich weiter in die Richtung.
Also Hasen sind ja eine Neuerung in der 1.8 und dann gibt es auch noch ein paar andere. Die Sache mit den Waffenständern, ich weiß nicht, hast du eigentlich schon Waffenständer gebaut? Also Rüstungsständer? Na, noch nicht. Okay. Und natürlich die Wassertempel, aber das ist natürlich eine ganz große Nummer, da bedarf es einiger Vorbereitung, um da sich in so ein Ding zu wagen, weil sonst ist man, glaube ich, einfach relativ schnell tot. Das ist sie nicht ohne. Ja. Brauchst du also schon so einen Helm mit Wasseraffinität Atmung? Oder man nimmt seine Haustür mit. Ja. Vor allen Dingen muss man auch erstmal schauen, dass man quasi die Sauerstoffflasche erfindet. Die ist schon erfunden. Du kannst Schilder oder Leitern an die Wand hängen und die bilden dann so Luftblasen. Okay, genau. Oder du reißt einfach eine Tür raus aus dem Haus und nimmst die mit. Ja, aber wer will schon seine Haustür rausreißen und die in irgendeinen Wassertempel einbauen? Ich glaube, da hinten kommt Meer und Wüste. Also es gibt eine größere Let's Playerin, die ist immer mit der heiligen Haustür spazieren gegangen. Wie groß ist die denn? Naja. Ja, kommt drauf an. Wenn du mit der Haustür spazieren gehst, dann müsste schon ziemlich groß sein. Hier ist Meer. Ich würde mal ganz grob stumpf gefragt. Ja. Ich will nur mal anmerken, Mojang ärgert mich gerade wieder. Oh, der Mojang. Ja, der lädt wahrscheinlich gerade einen neuen Schunk. Neuen Schunk. Wir können dich ja schlagen, boosten quasi. Nö. Ich brauch jetzt mal Holz. Solange bei Delfino die Frames laden. Ich hab dreimal auf Holz geklopft. Juhu, mit einer Zombie-Leber. Gibt das extra Punkte? Schon. Theoretisch. Theoretisch schon, ne? Theoretisch schon. Nach irdischen Maßstäben schon. Ich lieb den Aber Scheiß. Nach göttlichen Maßstäben nicht wirklich. Und der Brutzi hat auch dreimal auf Holz geklopft, total gut. So. Brauchst du jetzt auch eine Werkbank, Brutzi? Oder was machst du? Keine Ahnung, ich habe Stickies und Metall, aber wenn du eine Werkbank baust, kann ich dir was sponsern, dann können wir Werkzeug bauen quasi. Ups, fällt gleich auf. Stimmt. Fällt fast nicht auf. Du siehst, dass die Bretter gegen die Maserung sind, ne? Also, ja, so ein bisschen, naja, gut. Naja. So, du hast halt das falsche Texturenpack, du hast halt nicht das Operzeron-Texturenpack. Ich habe ein Boot gemacht, braucht noch jemand ein Boot? Prinzipiell schon. Ach so. Sobald es bei mir wieder beruhigt. Eine Axt könnte ich auch gerne mal machen. So, eine Spitzhacke. Ist klar. Spitzhacke, Axt. Und Delfino, was machen die Frames? Ja, aktuell geht's gerade wieder. Okay. Wie lang wollen wir eigentlich so generell von der Zeit her aufnehmen? Das musst du sagen. Wir richten uns da ganz nach dir. Bei mir kommt das Ganze dann unter Opa auf Reisen raus, aber wir richten uns da ganz nach dir. Weil ansonsten hätte ich gesagt, quasi, wir machen eine kurze Pause? Oder die Folge beenden und machen dann eine neue. Sehr gerne. Und ich tue den Rechner nur kurz aufmachen, damit er quasi die Hitze los wird. Das war die Folge 100. Wir haben Kaninchen gefunden, wir haben ein Meer gefunden. Wir hoffen, dass wir da auch einen Wassertempel finden, eventuell oder sowas. Und wir gratulieren Delfino nochmal ganz, ganz herzlich zu 100 Folgen Minecraft hier in seinem schönen Land. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das Dorf heißen soll, weil das braucht unbedingt einen Namen. Richtig, genau, das ist die Aufgabe für die nächste Staffel. Von mir gibt es erstmal einen richtig kräftigen. Ja, genau. Danke. 100 Folgen, Leute. 100 Folgen. Lob und Anerkennung, Respekt und Anerkennung finde ich super. Und schaltet einfach in der nächsten Folge rein. Wir gucken mal, was wir noch so erleben. Ich bin ja schon nur noch am Lachen. Das ist ja einfach Weltklasse. Richtig. Schaltet in der nächsten Folge ein, wenn ihr Delfino sagen hört. Ja, genau. Bis zur nächsten Folge. Genau. Ich hab's nicht gerade verwirrt. Nee. Dann wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz der Gäste gut gefallen. Und ihr werdet sie in der nächsten Staffel wiedersehen. Ja, leider. Also, leider. Nee, nicht schön, leider, schön, ich habe schon dafür bezahlt, also ihr müsst jetzt da bleiben. Ja. Immer diese Verträge, ich muss mir die echt mal durchlesen vorher. Ja, das ist scheiße, ne? Scheiße. Richtig. In seinem Vertrag stand wahrscheinlich auch, er muss Dorfbewohner ständig hauen.
Ich muss die nächsten 100 Folgen dabei bleiben. Das hängt mir jetzt aber auch, ne? Ich habe jetzt ein einziges kleinen Dorfbewohner geschlagen, ne? Weil der mich blöd angemacht hat. Und jetzt hängt es mir immer nach, ja. Meine können nicht mal richtig noch nicht reden, also von dem her. Ja, dann so. Du hast ihn nur missverstanden, das war alles. Ja, ja. Er hat gerade du sagen. Tschüss, Jungs. Genau, tschüss. Tschüssi.